So, hallo Leute, da bin ich mal wieder und wie ich im letzten Video schon gesagt habe, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, wo es später noch ein Video zu geben wird, aber jetzt erstmal zu der Überraschung. Wir machen das mal auf und schauen, was wir hier drin haben. Und noch ein Stück Pappe. Jawohl, ich habe an die Kamera geboxt. Geile Scheiße. So. Hier. Was könnte das wohl sein von der Größe? Man sieht es, glaube ich, schon, eine Grafikkarte. Jawohl. Wer aufgepasst hat, ich habe es ganz kurz verraten. So, und zwar haben wir hier eine Radeon HD 4670. Und zwar habe ich mir die deswegen bestellt, weil ich zurzeit habe ich ja die 3850 und die hier ist eine Generation neuer und von der Endstufe auch eine höher, aber halt nicht von der Serie. Die Generation ist die 4er, die andere ist die 3er Generation. Und von der Serie her ist das halt nur die 600er Serie und der andere ist 800er, wo ich drin habe, gerade die ältere. Und von der Stufe her ist das hier halt eine 70 und das andere eine 50. Und ja, da dachte ich, vielleicht könnte die besser sein, weil Papierdaten zählen ja nicht immer. Und ja, habe ich mir mal bestellt, auch schon eingebaut und dann habe ich mir die mal genauer angeschaut, wie sauber die eigentlich ist. Und man sieht es hier. Picobello, da ist nirgends ein Stück Staub oder so. Stellt sogar scharf, jawohl. Nichts. Wenn man sich die Kontakte mal genauer anschaut hier, ich glaube deshalb, das sieht man es besser, weil da kein Schatten ist. Hier, die war noch nie eingebaut. Ich habe sie eingebaut, um sie auszuprobieren. Ansonsten hat man ja hier an den Kontakten immer so Schleifspuren. Hat man hier aber nicht. Und ja, richtig geil. Hier ist auch kein Staub, nichts drauf. Die ist nagelneu und nie benutzt. Hier sieht man den Steckern hier auch. Da ist normal immer so Kratzspuren vom Einstecken her, aber hier ist nichts. Das ist aber, als hätte man eine nagelneue Karte bestellt und ich habe die für 50 Euro bekommen. Ja. Von der Leistung her ist sie minimal schlechter, aber als Ersatz wird sie taugen, wenn die andere kaputt geht. Also da kann man echt nichts sagen. Mehr wollte ich euch auch gar nicht erzählen. Einfach so Überraschungseffekt, als ich die ausgepackt habe. Ja, und dazu nächstes Video wird es einen Vergleich geben zwischen der HD 3850 und der 4670. Würde ich euch ein paar Beispiele zeigen, ein paar Sequenzen, ein paar Papierdaten und so. Ja, das war's eigentlich dazu. Schönes Teil, würde ich sagen. Gutes Ersatzteil. Kommt auf gar keinen Fall weg, weil in dem Zustand wird man sie nie wieder finden. Ja, und das war's. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüdelü.